Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei YouTube. Es geht weiter aus den UFOmann Studios in Berlin mit Minecraft, der Folge 253. Und wir sind hier ja ganz radikal immer noch am Bauen von unserem Tunnel, der uns nach Ufotopia führen soll. Heieieiei. Haben wir eigentlich hier, was haben wir hier noch abgeerntet? Haben wir noch ein bisschen, okay. So, hier werden wir schon mal bombardiert, aber hat keinen Zweck. Haben sie keine Chance gegen uns. So, unser schöner Tunnel. Wie weit soll denn der eigentlich noch gehen? Guck mal, da geht's ja, gut, warte mal, wir brauchen Steine. So. Bisschen Glas noch. So, Fackeln haben wir. Okay. Wir machen mal einfach weiter. So, mein heutiges Thema hier bei Minecraft. Was ist mein heutiges Thema? Ich könnte ja mal wieder ein schönes Thema erzählen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Ich hatte ja jetzt gerade gestern ein Video rausgebracht. Also am Samstag ein Video rausgebracht mit einer Facecam. Delfino hatte schon geschrieben, ja, ist okay, kannst du öfters mal machen mit so einer Facecam. Mal gucken, ob da noch mehr Kommentare kommen. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch, ein Kennenlerngespräch mit Keks. Teamspeak-mäßig. Wir werden mit Keks, meine Zuschauerin Keks, sorry Keks, wenn ich jetzt hier dein Geschlecht verraten habe. Das ist natürlich doof, aber mir ist es irgendwie unangenehm, da ich ja weiß, dass du weiblich bist, jetzt immer zu sagen, der Keks und ich habe mit dem Keks geredet. Ja, und da habe ich mit Keks ein sehr gutes Gespräch gehabt und wir wollen auch mit Keks mal eine Aktion machen, wo wir mal mit ein paar Leuten bei DayZ mal ein bisschen unterwegs sind. Und ja, dann wollte ich mit Rotterdam XP, wollte ich auch mal was machen. Der will auch DayZ mit mir machen. Ist natürlich alles immer eine Zeitfrage, aber hatten wir ja schon. UFOmann jammert ja immer über die Zeit rum. Dann hatte der Dune Danish. Oh, schon wieder alle die Steine. Ich werde hier nochmal irre. Hat der Dune Danish mir nochmal geschrieben, der will auch mit mir ein Projekt machen. Müssen wir mal gucken. Also da ist es ja im Prinzip klar definiert. Ich nehme mal an, das geht dann über den Server von Opa Zeron. So, jetzt sind wir hier ein bisschen unordentlich geworden, aber ist egal. Ja. Und hier noch mal rausnehmen. So. Und da überlege ich ja schon wieder, ob ich mir echt einen eigenen Minecraft-Server mal einrichte. Ich weiß ja auch nicht. Kostet ja wohl bloß 5 Euro im Monat. Der kleine. Aber dann die ganze Zeit. Ich muss mich dann da wieder einarbeiten. Ach, ich weiß ja auch nicht. Also was ich jetzt nicht machen würde, so wie Opa Zeron das macht, Respekt auf jeden Fall. Der hat ja da richtig viele Leute von der Community auf seinem Server. Ich glaube, ich würde nicht meinen Server so zur Verfügung stellen, dass da alle möglichen Leute drauf bauen können und so. Bin ich wahrscheinlich nicht sozial genug, weiß ich nicht. Gut, wobei es wäre jetzt, wenn es Leute sind, na gut, ist wieder, naja klar, wenn man die Leute kennt, dann, ich glaube der Opa Zeron, der kennt die auch alle und so, und würde ich halt Leute rauflassen, sagen wir mal, die ich sehr gut kenne oder meine sehr gut zu kennen. Ich brauche noch mehr Steine, habe ich hier noch welche? Ach so, das ist ja cool, da können wir ja gleich weitermachen. Jo, so, weiter geht's. Du hast natürlich eine Aufgabe hier, mein lieber Scholli. Jetzt könnte man so langsam eigentlich auch schon... Wie könnt ihr denn da rein spawnen? Ihr könnt doch nicht fliegen. Die können doch nicht fliegen. Oder kommen die oben darüber? Es geht doch gar nicht. Die können doch gar nicht hier rein. Sehr rätselhaft.
Und wir machen mal weiter und gleich werden wir auch schon mal Schienen verlegen. Dann können wir das Stück schon immer fahren mit der Bahn. Ja, und da überlege ich mit diesem Minecraft-Server. 5 Euro im Monat. Also ich habe gerade meinen Handy-Vertrag gekündigt. Ich hatte ja seit, ach Gottchen, seit bestimmt 20 Jahren habe ich einen eigenen Handyvertrag. Zwischenzeitlich bei Vodafone, dann sehr, sehr lange bei der Telekom. Teilweise hatte ich dann noch zwischendurch Handy mit Internet und pipapo. Und jetzt habe ich nur noch eine Prepaid-Card, weil ich wirklich sehr wenig telefoniere. Da kann ich mir aber auch einen Internetzugang raufbuchen, wenn ich denn mit dem Handy, mit meinem Smartphone, mit meinem Kleinen ins Internet wollte. Aber eigentlich bin ich, wenn ich zu Hause bin, so viel im Internet. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich dann außerhalb nicht immer ins Internet komme. Ich muss ja jetzt auch nicht während der Arbeitszeit Kommentare beantworten oder während der Arbeitszeit jetzt gucken, ob ein neuer Abonnent dazugekommen ist. Das Einzige wäre halt, dass man irgendwie Sachen, die Arbeit betreffen, googeln könnte. Mal auf die Schnelle. Aber dafür jetzt wieder 40 Euro im Monat auszugeben. Also 40 Euro, wenn man ein schickes Smartphone dazu noch bekommt. Ansonsten glaube ich so 20 oder 15 Euro im Monat immer fest. Ja, und dadurch habe ich jetzt ja im Prinzip im Monat eine Ersparnis im Vergleich zu den Jahren vorher durch die Prepaid-Karte. Und könnte mir theoretisch von der finanziellen Seite schon den Server leisten für 5 Euro im Monat. Hätte ich immer noch 10 Euro gespart. Mein letzter Vertrag war 15 Euro monatlich, glaube ich, der jetzt ausgelaufen ist. Mit meiner Prepaid-Karte, die habe ich jetzt mit 20 Euro aufgeladen. Komme ich wahrscheinlich ein halbes Jahr hin. Mein Bruder hat mir ja schon immer gesagt, Junge, mach Prepaid-Card. Ich wollte mal so irgendwie die neuesten Handys haben und so. Das ist aber auch so eine Sache, da habe ich gerade gesehen, ich meine, viele wissen das von euch bestimmt schon. Wenn ich jetzt das Handy kaufe bei Vodafone oder O2 oder was auch immer, Telekom. Guck mal, wie schnell die verbaut waren. Ist ja unglaublich, das waren noch 2 Stacks, oder? So, dann machen wir mal hier die Fenster noch rein. Und dann, warte mal. 1, 2, machen wir hier die Fenster noch rein. Ja, ich bin am Hin und Her überlegen, ja. Da ich ja nun auch so oft keine gemeinsamen Aktionen mache, aber jetzt zum Beispiel gerade, wollte ich mit dem Rotterdam XP mal was machen. Ja, und ich könnte halt wirklich Leute einladen dann. Es gibt da so ein paar Leute, die ich wirklich gerne mal einladen würde, hier in meine Welt. So könnte man vielleicht auch andere Kanäle so ein bisschen pushen, in Anführungsstrichen. Indem man die dann... Ich habe mir auch überlegt, man könnte auch vielleicht so eine Art Interview machen, dass man dann immer mal so alle 2 Wochen mal so einen Gast hat, den ein bisschen Interview zu seinem Kanal, wie er zu YouTube gekommen ist, was er so vorhat in Zukunft. Ja, da würde man gleichzeitig der Community noch was Gutes tun, sozusagen. Das ist ja für die Zuschauer auch immer so interessant, wenn dann hier mal so ein paar interessante Leute wären. So, ja, ich bin am Hin und Her überlegen, aber dann schreckt mich ja wieder ab, wie unglaublich kompliziert das vielleicht ist, den ganzen Minecraft-Server einzurichten und sowas alles. Ich weiß ja auch nicht. So, jetzt denke ich mal, können wir mal ein paar Schienen verlegen, wa? Da haben wir, glaube ich, auch alles mitgenommen. 18 Schienen, ja, damit kommt man nicht weit. Aber die können wir ja mal auslegen, aber wir brauchen auch eine Antriebsschiene. 1, 2, 3 wäre hier schon mal die Antriebsschiene, so. Ach, das ist eine Leiter, siehst du? Den Fehler hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gemacht. So, gut, und dann der Kekse, sag mal, Ufo, Mann, deine Folgen, die sind ja so kurz geworden. Um jetzt nochmal auf das Gespräch mit Keks zurückzukommen. Jo, mit den kurzen Folgen, das ist folgendermaßen. Erstmal, dadurch, dass ich jetzt so viele verschiedene Let's Plays habe, speichert damit natürlich Zeit.
Und keine Steine mehr. Jetzt muss ich erst noch Steine abbauen oder was? Schienen brauche ich ja auch. Die nehme ich mal mit. Mal hier noch eine Lore? Nö. Sensorschienen. Eisen. Wir können uns noch eine Lore craften, oder? Das können wir auch unten machen. So. Was wollte ich jetzt? Warte mal. Ach so, Steine brauchen wir. Ach du Scheiße, wir brauchen ganz viele Steine. Da sind wir aber, glaube ich, hier an der richtigen Adresse. Weil hier ist ja sozusagen ein halber Steinbruch, den wir wegnehmen können. Es geht hier komischerweise auch ziemlich zügig mit einer Eisenspitzhacke. So, hier haben wir einen riesigen Kieshaufen. Wo nehmen wir denn die Steine raus am besten? Hier können wir ein paar mitnehmen. Ja, was wollte ich sagen? Ja, da hatte ich mich mit Keks. Ach so, genau, warum die Folgen so kurz sind, wollte ich noch erzählen. Ja, erstmal spare ich natürlich Zeit. Und dann ist wirklich ein grundlegender Gedanke von den kurzen Folgen marketingtechnisch, weil, wie ihr schon mitbekommen habt, obwohl ich ja jetzt kein Geld so generiere hier, weder mit Spielen, die ich empfehle, dass ich die hier irgendwie über irgendeinen Amazon- oder Steam-Account irgendwie anbiete und da Prozent davon kriege, wie viele das machen, oder als dass ich auch Werbung geschaltet habe, weil ich Werbung eigentlich ehrlich gesagt zum Kotzen finde, wäre jetzt aber nicht das so Problem. Ich würde mich auch zur Werbehure machen lassen, wenn es sich irgendwie lohnen würde für mich. Kein Problem. Wenn, sobald ich hier irgendwie 100 Aufrufe pro Video habe oder so, oder 150 pro Video, dann würde ich so langsam schon mal überlegen. Weil natürlich die Vorstellung, dass man da irgendwann, also diese Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, und diese Vorstellung, dass man da irgendwann vielleicht, nur sag mal, braucht mehr Steine, man da irgendwann vielleicht ein bisschen Geld mit verdienen kann, die ist schon nicht schlecht, ja. Aber im Moment 3 Euro im Monat oder so, gefällt mir auch nicht so, möchte ich gar nicht. Ist mir zu wenig. Ja, irgendwie so, ich glaube, für 1000 Klicks, für 1000 Aufrufe gibt es, glaube ich. Aber das Thema hatte ich schon so oft. Andererseits natürlich, wenn man noch in einem Netzwerk ist, das wäre auch noch eine Variante. Dann kriegt man, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Andererseits muss man dann wieder um die 50% oder manchmal auch, wenn man Glück hat, nur 40% oder 30% ans Netzwerk wiederum abführen. Also das ist eine ganz schön komplizierte Geschichte. Jo, oh, da ist wieder der coole Song. Jo, Infoman ist wieder am Start. Und er sagt, wo ist mein Spat? Mit diesem Spat würde ich Kies abbauen. Ja, Kies. Ja, Ufo-Mann ist wieder am Start. Doch ihm fehlt immer noch der Spat. Ihm fehlt der Spat, mit dem er Kies abbauen will. Und deshalb rennt er runter jetzt. So. Also das spontane Reimen ist nicht so mein Ding. So. Da ist ja mein Spat. Cool. Ja, Ufo-Mann ist wieder am Start und hat jetzt seinen Spat. Hier ist ja mehr Kies als Stein. Also so viel Kies ist ja wirklich die Kiesgrube. Wenn ich irgendwann mal Kies brauche, das vergesse ich wahrscheinlich wieder. Wenn ich irgendwann mal Kies brauche, könnte ich wirklich hierher kommen, wa? Oder sollte ich hier mal ein bisschen Kies farmen? Aber da könnte man ja fast die Diamantschaufel für nehmen. Bam, 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 bam. Kies ohne Ende, unglaublich. Aber weißt du was, eigentlich sollte man wirklich so viel Gedächtnis haben. Ups, guck mal, der kam weg. So viel Gedächtnis haben, dass man sich das irgendwie merkt, dass hier eine Kiesgrube ist. Oh, es wird dunkel. Habe ich denn ein Bett dabei? Ja. Ach, und jetzt habe ich ja gar nicht, jetzt erzähle ich das Thema noch zu Ende mit der Folge, mit der langen Folge. Können wir jetzt schlafen schon? Ja, sehr schön. Ja, und es ist ja so, statistisch gesehen, ist ein Trend, den ich jetzt nicht begrüße, der aber einfach so ist, auch zeitmäßig. Ja, wenn Leute mehrere Let's Plays, aber selbst das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt hier, wa?
Also wenn du am Tag 10, 20 LPs gucken willst, ist es natürlich manchmal vom Vorteil, wenn die nicht so lang sind. Wobei ich lange auch manchmal gut finde. Und ja, irgendwie der durchschnittliche YouTube-Zuschauer, der natürlich jetzt nicht meine Zielgruppe ist, aber jetzt mal so rein statistisch. Also meine Zuschauer sind schon besondere Leute, also sind nicht so eine Durchschnittsleute. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Das sind schon Leute, die sich von der Masse abheben. Ja, jedenfalls der Durchschnittszuschauer, der guckt halt Videos so um die 3 Minuten, die Durchschnittslänge. Und wenn ich bei mir gucke in meiner Statistik, ist auch wirklich die durchschnittliche Videodauer zwischen 3 und 7 Minuten, was die Videos geguckt werden. Ja. Also die Leute halten halt nur 3 bis 7 Minuten durch und dann klicken sie wieder weg. Und deshalb ist es eigentlich vom Marketingtechnischen her vernünftiger, 15 Minuten lange Folgen zu machen, als 25 Minuten lange Folgen. Es kann sein, dass viele Zuschauer, die finden da dein Thumbnail irgendwie, oder neue, die deinen Kanal noch nicht kennen, gucken dann auf die Zahl da, 26 Minuten, und gehen dann nicht rein und suchen sich lieber einen aus, der vielleicht nur 12 oder 15 Minuten hat, weil sie halt nicht so lange gucken wollen. 15 Minuten ist halt eine Viertelstunde und 26 Minuten ist eine halbe Stunde. Und die Zeit muss man auch erstmal haben. Oder diese Zeit muss man sich auch erstmal nehmen. Ja, da haben ja 3 Folgen dann die Länge von einem Spielfilm. Und wer guckt sich schon am Tag auf Dauer, auf lange Sicht, 3 Spielfilme am Tag an? Ne? Ja, und das ist hauptsächlich der Grund. Die 2 Gründe. Zeit sparen, damit ich alle Let's Plays präsentieren kann. Mittlerweile mit dem Aufnahmeprogramm jetzt, was übrigens Action heißt, wird Action mit C geschrieben und ein Ausrufezeichen dahinter, Action, Ausrufezeichen. Da brauche ich halt gar nicht mehr nachbearbeiten. Okay, die Tonqualität von meiner Stimme ist jetzt ein bisschen schlechter geworden, deutlich schlechter, dadurch, dass ich nicht mehr mit Audacity da so viel dran rumspiele. Ich finde sie aber für YouTube ausreichend. Für Unterhaltungszwecke finde ich sie ausreichend, deshalb lasse ich es auch so. Und ansonsten geht das so schnell, das Rendern ist auch super schnell und dadurch kann ich im Prinzip in der gleichen Zeit, wo ich früher jeden Tag eine Minecraft-Folge mit 26 Minuten produziert habe, kann ich jetzt halt 3 Let's Plays am Tag produzieren. Und das macht schon was her, ja. Ich habe einen Zuwachs auch an Abonnenten bekommen. Ich habe zwar kein konkretes Ziel, aber ich suche natürlich die Anerkennung und die Bestätigung von den Zuschauern, das ist ganz klar. Und die äußert sich halt zum Beispiel auch über steigende Abonnentenzahlen, über nette Kommentare. So, guck mal, jetzt haben wir schon einen Haufen Steine. Oh, wir müssen mal wieder was essen. So, und die Folge ist schon wieder vorbei, meine lieben Freunde. Guck mal, hier ist ja noch, haben wir wirklich noch Platz im Inventar. Nein, wir bringen mal den Kies weg. Wir bringen mal den Kies hier runter. In die Truhe. Bam, bam, bam. So. Kies, Kies, Kies. Dann können wir die Schaufel hier noch... Ach, hier haben wir die Diamantschaufel. Die ist auch schon ganz schön abgenutzt. So. So, die Behutsamkeitshacke, die brauchen wir ja. Die nehmen wir mal mit. So, Leute, die Folge ist vorbei. Jetzt aber bis zur nächsten Folge sage ich auf Wiedersehen, euer UFO-Mann.